Die Suche nach Helden aus 70 Jahren DFB-Pokalgeschichte führt mich heute zu Gerd Stürzer. Er war der Held von Eppingen. Vor knapp 40 Jahren sorgte er nämlich für eine Riesensensation. Zwei Tore schoss er damals und wurde zum Helden einer ganzen Region. Seine Erinnerungen daran kein bisschen verblasst. Das war 1974 mit dem VfB Eppingen in der zweiten Pokalrunde gegen den damaligen Spitzenreiter, den HSV. Und der HSV war natürlich haushoher Favorit und wir haben dann das Kunststück fertiggebracht, den HSV mit 2:1 wieder nach Hause zu schicken. Das war die erste große Pokalsensation, die auch bundesweit riesige Resonanz fand. Und deshalb wird es auch noch nach fast 40 Jahren immer wieder hervorgeholt. Und das tun wir auch. Gerd Stürzer, damals noch Student mit langen Haaren und einem unnachahmlichen Antritt. Ja, das waren eigentlich typische Tore für mich, möchte ich mal sagen. Zwei Alleingänge, zweimal vom Torwart. Einmal der Torwart mir den Ball in den Lauf geworfen, unser Torwart, der vorgegeben hat. Beim zweiten Mal war es ein Abschlag und dann habe ich ab der Mittellinie mehr oder weniger, weiß es nicht mehr genau, drei oder vier HSV-Spieler umdribbelt, bin dann in den Strafraum eingedrungen und habe dann mit meinem schwachen rechten Fuß beide Tore erzielt. Mit dem schwachen rechten Fuß den HSV rausgekegelt. Klar, dass da alle Dämme brachen. Trotz aller Freude, eines aber hat den Doppeltorschützen von 74 richtig gestört. Der Umgang mit seinem Heldenstatus. Keine Spur von Stolz. Im Gegenteil. Ja, Stolz nicht unbedingt. Genervt hat mich am Anfang, als die Sache sehr aktuell noch war, wenn ich irgendwo hingekommen bin. Ich bin eigentlich ein Mensch, der eher zurückhaltend ist, wenn ich in eine Diskothek gekommen bin oder in ein Lokal und dann kommt der HSV-Killer. Weil Bild-Zeitung hat mich ja damals als HSV-Killer gleich tituliert und insofern nervt mich es heute nicht mehr, aber ich habe es damals schon richtig eingeschätzt und auch heute, weil das war jetzt ein Spiel und ich bin auch deshalb kein Held oder eine Legende. Für uns ist er es und genau aus diesem Grund bekommt er einen Platz auf dem DFB-Pokal Walk of Fame. Dort nämlich landen seine Fußabdrücke. Der heutige Sport- und Deutschlehrer will zwar kein Held sein, fühlt sich aber geehrt. Ja, ich finde es schon eine klasse Sache für mich. Aber auch für den VfB Eppingen letztendlich, der Verein, bei dem ich da gespielt habe und für unsere Mannschaft. Und ich finde es eine gute Idee von dem Sportsender und dass ich da verewigt bin, das ist für mich eine sehr angenehme Sache. Und so werden die Füße, die Tabellenführer Hamburg aus dem Pokal geschossen haben, knapp 40 Jahre danach für die Ewigkeit festgehalten. Als Denkmal für den Helden von Eppingen.